Hallo und herzlich willkommen hier am LS22 im Singleplayer der Elbtal. Ja, unser Feld 58 ist fertig gedüngt, also unser Hafer ist alles perfekt vorbereitet, außer dass wir den noch spritzen müssen. Ne? Ja, ich habe jetzt überlegt, normalerweise der Hafer, klar, wächst am kürzesten. Wir könnten auch die Sonnenblumen, die Düngung könnten wir auf den nächsten Tag verschieben, denn bei den Sonnenblumen sieht es ja eigentlich so aus, dass wir dort auch keinerlei... ach doch, auf dem Feld haben wir Unkraut, was auch gespritzt werden müsste dann, ja. Okay, okay, da hätten wir Unkraut drauf. Na gut. Ja, wir machen erstmal weiter. Wir düngen mal noch die Zwiebeln. Hier brauchen wir auch noch einen Kurs. Hier haben wir keinen. Den werden wir mal hier vorne einfach ansetzen. Weil er macht das Vorgewende zuerst. So wie wir hier unsere Düngerkurse eigentlich immer erstellt haben. Mit einem Vorgewende, nicht mit drei, mit einem Vorgewende. Im Vorgewende beginnend weich. Die Überlappung ist fast egal und 0,6 nach draußen. Dann sagen wir mal hier am ersten Wegpunkt beginnend. Und dann speichern wir das Ganze mal noch ab. Feld 44, weil das gibt es nicht. Ne? So, Feld 44, 42,0 Meter. Es könnte sogar sein, dass er hier Dünger nachbraucht, oder? Ob der reicht? Hier muss er ganz schön Dünger draufhauen. Wir stellen einfach eine Übergabe ein. Das stört uns ja nicht. Hier gibt es auch drei Flecken, die nicht angesät sind, ja. Abzug in der B-Note, ne? Oh, den düngen tut er auch nicht bis in die Ecke dort. Das ist nicht schön. Sein CP ist fällt doch zu rund, oder was? Na gut, ich krieg's auch gar nicht besser hin. Obwohl, mir ist nicht alles gedüngt, ne? Übersichtskarte unten fehlt theoretisch noch was. Naja, macht es auch nicht besser. Gut, dann bleibt so. Dann muss es so bleiben. Nächster Wegpunkt natürlich. Nicht einpacken, weitermachen bitte. Ich glaube, der Abzug der B-Note, der schadet uns nicht. Ui, Sämaschine kommt hier nicht rum. Ist ja auch interessant. Moment. Da müssen wir gleich mal einen Kurs anpassen. Ich denke mal, die kommt von rechts, ne? Weil sonst würde sie ja gar nicht hängen bleiben, weil die ist fertig geworden. Da müssen wir uns hier den ganzen Kurs mal ein bisschen anpassen. Halt nicht den Punkt, den will ich. Eigentlich können wir uns den nachher vorne verschieben, oder? Die anderen Fahrzeuge, die stört es ebenfalls. Also stört das nicht, wenn die ein bisschen mehr ausholen. Aber wir sollten es schon relativ rund machen. Oder den löschen wir auch mit weg und wir fahren hier hin. Klar werden die entsprechend abbremsen, um dann hier reinzufahren, aber das macht nichts. Dann machen wir uns mal hier noch einen Punkt dazwischen. Wo kommt der her? Ich würde sagen von hier, ne? So, dann probieren wir mal das Ganze, ob das jetzt passt. Oder ob wir hier noch ein Stück weiter rüber müssten, weil wir können ja auch ein Stück bisschen weiter rüber fahren. Weil die Sämaschine muss schon aus allen Richtungen hier auf den Hof zurückkommen können, ne? Wenn wir schon hier Voranlage hier hingebaut haben.
Ja, er kriegt dann hier gleich den Ballensammelhänger. Wird blockiert ist schlecht. Wer wird denn da schon wieder blockiert? Ach, ich weiß, wer blockiert wird. Nee. Moment. Ach, hier durch einen eigenen Ballen. Ich habe nämlich hier oben den T8 schon losgeschickt. Dass der uns, dass der mit der Ballenpresse unterwegs ist, weil der Wender noch nicht komplett durch war. Hier, Werkstatt. Wir werden das oben jetzt umkoppeln, dass der GCB natürlich die Arbeit macht. So, mal gucken, ob das jetzt ausreicht. Ui, das sieht immer noch knapp aus. Mann, 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 das geht nicht. Das wird noch nichts. Das ist aber... Ja, die so schlecht um die Kurve. Mal, da müssen wir uns anders behelfen. Da müssen wir uns leider anders behelfen. Jetzt ziehen wir das mal hier noch ein bisschen weiter rum. Das hier nehmen wir mal weg. Ne, halt, Quatsch, so rum. Zack, zack. Und dann fahren wir mal hier drüben auf den Punkt. Nee, das ist schlecht, wenn wir das verbinden. Müssen wir hier mal noch einen dazwischen machen. Müssen wir echt mehr ausholen. Hier machen wir auch mal noch einen Punkt dazwischen. Ach so. Nee, das wird nichts. Müssen wir anders machen. Dann lösche ich ihn. Wir müssen das hier mal auflösen. Und vielleicht hier noch ein Stück rüber gehen. Kommen von hier drüben immer noch rein. Ich weiß jetzt nicht, ob es wieder bloß an unseren Trecker auch liegt. Das ziehen wir ja auch mal noch ein Stück rüber alles, ein bisschen. So, hier Stau, ne? Oh, der nächste, der blockiert wird. Ich glaube, es wird der T8, der jetzt oben an den GCB steht. Da werden wir nie fertig hier. Das ist wieder. Ist unser Tor doch zu klein, ne? Oder wir müssen vielleicht auch ein Stück weiter hinten erst noch um die Kurve fahren, dass er mehr geradeaus fährt. Ne? Bleibt immer noch hängen. Müssen wir hier noch weiter korrigieren. Wir müssen erstmal um den hier kümmern, der blockiert wird. Ja. Hier geht es nämlich sonst nicht weiter. Ganz schlecht. So, dann ziehen wir das mal weiter noch nach vorn hier.
Das können wir auch dann direkt hier drauf machen. So, mal gucken, ob wir jetzt vorbeikommen. Wie sollen wir das Tor wieder abreißen müssen? Alles klar, die hinterhergezogene Seemaschine, das ist schon Wenderadius technisch. Ja, aber wie gesagt, bisher sind wir ja nirgends hängen geblieben oder wir haben es nicht mitbekommen. Ne? Das wissen wir ja gar nicht, aber hier bleibt es ja richtig hängen, so dass es steht und das ist schlecht. Weil wenn jetzt natürlich hier schon einer rauskommt, dann ist auch schon doch schwierig, ne? Aber ja gut. Das merkt man dann schon. Aber ich denke mal, jetzt müsste es passen, oder? Ja, gerade so, ja. Blatt Papier geht noch dazwischen, ne? Das war's dann. Gut, dann können wir hier gleich mal ihn rausnehmen. Zack. Ballenpresse dran. Mal gucken, versteht er das jetzt hier noch? Ja, oder? So, hier nächster Wegpunkt. Ach so, das sind 9000 Liter. Wir müssen... Wo ist denn die Mission? Hier. 263.600. Neunzig, 180, 270, 200... 261.000 Liter sind 29 Ballen. Welches richtig? Klar, 90, 180, 270, 9000 weniger. Also 29 Ballen müssen wir mitnehmen, würde ich sagen. Die reichen. Die reichen. So, wir müssen jetzt aber zwingend hier eigentlich das Vorgewände wegsammeln. Hier. Müssen wir hier in die Pötte kommen, hier, Meister. So, Seemaschine, ja, ist jetzt nicht oft gefüllt. Brauchen wir zwar nochmal in dieser Saison. Wir wollen nochmal Gras ansehen. Wir müssen sicherlich auch im Herbst dann solche Sachen wie Weizen, Gerste, Raps ansehen, wenn wir Raps ansehen. Aktuell wollen wir das ja alles mit Sonnenblumen machen in der Raffinerie. Mal gucken. Ich weiß ja noch nicht, was ertragreicher pro Hektar ist. Da müssten wir auch mal nachgucken irgendwo. So, Fütterungsroboter ist natürlich mittlerweile das Mineralfutter leer geworden, aber das wusste man ja, dass das passiert. Also von daher, wir haben auch dort noch entspannte, ja, jetzt natürlich mehr. Wir hatten ja ein bisschen Heu verarbeitet. Da ist genug Futter drin. Ja, er macht mir die Menge der Milch etwas Sorgen, dass wir da ruhig mehr haben könnten. Aber da werden wir was tun. Wir werden noch, da hängt doch mal ab. Wir werden uns noch Kühe kaufen. Am besten noch entsprechenden Alters, so dass wir dort gleich Milch bekommen. 18 Monate, ne? Müssen sie sein, glaube ich. So, Feld 12, ne? Hier und Gummi, das ist ja nicht unbedingt den längsten Weg fährst, sondern den kürzesten. Oh, 5 Minuten. Naja, gut. So, Arbeit beendet ist. Das passiert, das ist genau das, meine ich. Da wären wir ja nicht fertig.
Arbeit beendet ist ein Düngerstreuer, oder? Genau. Unsere Zwiebeln sind gedüngt. So, setzen wir ihn mal hier. Oh, 17 Liter sind noch drin. Ja gut, wir können ihn einfach hier auf die Straße setzen. Also, stellen. Schmeißen wir nicht raus, ne? So, Feld 37, oder? Feld 37, genau. Da machen wir weiter. 37. 37, hier kannst du schon mal los. Musst ja Mineraldünger noch abholen. Feld 37 wird als Düngerkurs eigentlich zu 100% nicht geben. Wieso denn das nicht? Jetzt haben wir den Kurs gemacht. Wir haben doch das Grasfeld schon mal gedüngt. Ja gut, dann ist er nicht gespeichert. Dann muss er sich erstmal Dünger abholen. Da müssen wir dann gucken. Darf man nicht vergessen. So, ihn können wir ja zusammenkoppeln. So, die nächste Ballenmission, die uns erwartet, ist eigentlich Feld 66. Weil unten sind noch Mini-Dinger-Missionen drin. Ja, gut. So, Feld 66. Da können wir ihn schon mal hinschicken. Oh, Nordwest und West. Wo ist denn Feld 66? Geht nur die Sucherei los, ich weiß es nämlich gar nicht. 71 muss ja, ach, das hier unten muss, ist das gewesen, genau. Wir haben hier angefangen, ne? 66 Nordwest, wie sieht denn der? Wir werden doch auch definitiv schon einen Kurs haben, grasmäßig für 66, ja, das haben wir doch schon mal gemacht, ne? Kurs aus Fahrzeug löschen, Kurs laden, zurück. Dann hier gucken, hier gucken. Genau, wir fahren nach Nordwest. Wir fahren 66 Nordwest. Da fahren wir erstmal bloß hin. Wie gesagt, wir wollen das erstmal hier abgeben. Weil sonst haben wir zu viel. Weil es die gleiche Abgabestelle ist. Und es gibt es dort wieder ab und dort wieder ab. Und so schließen wir erstmal schnell eine Mission ab. Wir müssen eigentlich nur hier mal flink 29 Ballen einsammeln, die wir dann abladen können. Aber das werden wir schon fast gar nicht mehr in der Folge schaffen. Wie lange will denn er noch pressen hier? 14 Minuten. Also besser wird nicht fertig in dieser Folge. Wo ist denn unser Glas? Sofort anhalten, sofort anhalten. Ach, das ist wieder. Da ist wieder der Ladetrigger verschoben, ne? Ach Mann, warum geht das wieder nicht? Jetzt habe ich ihn erwischt. Okay. So, zack. Das ist manchmal nach Spielstart eben immer ein bisschen, ja, ein bisschen verschoben bei den Anhängern, aber wenn man das weiß. Dadurch lädt er eben nicht an der Stelle, wo man es denkt, sondern irgendwo.
So, 13 Ballen haben wir schon drauf. 29 brauchen wir nur. Für die Mission, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Aber 270.000 minus 9 sind 261. Also minus 9.000. Das müsste eigentlich so stimmen. Oder machen wir heute zum Ostermontag länger? So 28 und 29. So Fruchthandel, wo müssen wir hin? Das weiß ich gar nicht. Der Rest ist uns, der noch Licht. Das ist richtig gut. Ne? Wir müssen zum Fruchthandel Nordost. Nordost ist wo? Er muss doch hier oben sein, oder? Wo sind wir denn? Wir sind dort und Fruchthandel Nordost ist doch das hier, oder? Ne, da muss ein Ausrufezeichen sein. Ach, hier drüben. Okay, dann stellen wir hier vorne auf der Straße. Haben wir gleich hier über die Wiese, ja. So, im schlimmsten Fall haben wir zu wenig mit, ne? Das glaube ich nicht. Fruchthandel. Verkauf. Fruchthandel. Nordos. Ja. 5 Minuten ist er da. Das schafft man noch in der Folge. So, dann gucken wir mal zum Kuhstall, weil wir werden dort definitiv. Hier hinten ist auch Unkraut drauf. Was hatten hier die KI angepflanzt bei uns am Hof? Nur Unkraut. Das ist auch nicht schlecht, ne? So, unser Tierverstand sieht so aus, dass wir, glaube ich, 3x50 Kühe haben und einmal von den 50 Kühen, die geben nur Milch. Ne? Das war sind das die hier mit 23 Monaten, die sind bei 5 und die anderen sind bei 15. Ab 18 gibt es Milch. Ne? Wir kaufen einfach nochmal, tja, was werden wir uns leisten können? Ja, 18 Monate kostet 1500, eine Kuh und 50, ne? Plus Transport 1650 kostet eine. Wenn wir nochmal 50 dazu nehmen, verdoppeln wir erstmal unsere Milchproduktion. Und irgendwann reproduzieren die sich auch noch dieses Jahr, in dem Jahr auf jeden Fall. Weil dann hätten wir nochmal, ja, 82.000 kostet der Spaß dann schon, aber... Ja, oder 100. Das sind 160.000. Meine, das wird natürlich... Es ist vielleicht aber... Ja, ist es richtig oder falsch? 100 Tiere wären 160.000 dann. Das wird nicht weniger, ne? Oder? Es wäre wie so ein ganzes Feld. Ne? Aber mal sehen, was bei der Sahne rumkommt. Machen wir auch. Das Geld geben wir aus hier. Zack. Zack. Wir haben genug Futter drin. Wir haben knapp 700.000 Liter Futter drin. Und wir machen Heu. Und produzieren reichlich Milch. Gut, die müssen jetzt natürlich erstmal gesund werden. Die 100 Tiere hier. Aber das sollte nicht das Thema sein, denn wir haben Futter. Ja.
denke mal, das war so richtig. Lass mal lieber das Geld dort nochmal investieren. Bevor wir jetzt hier noch ein neues Feld kaufen. Und wir müssen natürlich dranbleiben. Wir müssen uns die Erdbruch. Den Erdbruch anderen natürlich erst zulegen, bevor sie ein neues Feld kriegen. Achso, er muss einen Kurs kriegen. Wieso wir da hier keinen Kurs haben, das wundert mich also ein bisschen. So, sagen wir mal hier Feld 37. Das ist so richtig. Haben wir den manchmal nicht gespeichert, weil die Ecken nicht ordentlich gemacht haben. Wir machen mal auf 41 Meter. Wir düngen ja nur dort, wo gedüngt werden kann. Ne? So, hier erster Wegpunkt. Na. So, und speichern unter 37. Kurs speichern. Wir schreiben hier trotzdem hin 42 Meter. So, der wird definitiv heute nicht mehr fertig in der Folge. Aber ihn hier können wir noch abgeben. Wie weit ist denn jetzt hier der Meer? Ja gut, das muss ich dann noch fertig machen, bevor ich Spiel speichere, die 5 Minuten. Obwohl, er könnte fast fertig werden. Ne? Ja gut, wird er nicht. Ne? Also hier liegt schon noch ordentlich was da. Das können wir dann glatt noch mal gleich so, wie es ist, im Kuhstall reinschmeißen. Ja. Und ich habe mich jetzt so arg verrechnet, dass hier die Ballen nicht reichen. Aber eigentlich nicht. 90.000 sind 10 Ballen. 180.000 sind 20 Ballen. 270.000 sind 30 Ballen. Wir brauchen 263.000. Wir fahren mal neben Trigger. Und da haben wir jetzt 261.000 mit. Das sollte meines Erachtens sollte das reichen, um hier komplett die Mission abzuschließen. Euer Fahrgünste lassen heute wieder zu wünschen übrig. So, die Mission ist ja nicht sofort abgegeben, wenn wir es abschließen. Das muss schon noch gemacht werden. Das können wir doch abpressen. Wird erstmal alles angenommen und reicht. Abgeschlossen. Reicht gerade so. Wir kriegen nicht ein Liter Heu zusätzlich vergütet hier. Reicht aber gerade so. Gut, hier zurück zu Feld 12. Um unseren Rest einzusammeln. Ich muss jetzt bloß noch, bevor wir es abschließen können, müssen wir natürlich das alles gepresst haben. Und dann können wir hier die neue Mission annehmen. Ne? Den werden wir aber nicht mehr heute starten. Das hier machen wir noch fertig heute. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13 Ballen liegen jetzt schon hier. Also auch mit den 100 Tieren mehr, wir kriegen mehr Gülle. Ja. Das ist ja an allen Ecken und Enden kommt uns das zugute. Weiß nicht, könnte man mit den 100.000 Litern Mist, die wir haben, die könnten wir doch theoretisch auch in Komposter fahren, oder? Den Mist können wir doch im Komposter fahren. Mineraldünger brauchen wir auch. Was verarbeiten wir denn dort?
Warum verarbeiten wir denn keinen Mist? Ah, hier wird volle Hütte Kompost mit angeliefert. Ne? Hier wird volle Hütte Kompost mit angeliefert, den wir ja hier verteilen. Ne? Ein Kompostwerk. Und eigentlich in unseren Produktionen hier wollen, hier ist keiner mehr drin. Als Booster. Wir brauchen auch den Kompost eigentlich hier nicht in der Mineraldünger. Das müssen wir mal deaktivieren, oder? Und den Trester. Den brauchen wir theoretisch hier auch nicht, weil wir ja eigentlich Mist verarbeiten wollen. Da haben wir nicht aufgepasst. Der Trester kommt ja von hier und der Trester soll eigentlich ja gut zu Kompost verarbeitet werden. Das haben wir da wieder falsch gemacht hier. Und hier kommt natürlich kein Trester an, solange wir dort in der Düngerproduktion den Trester nehmen. Oh, da müssen wir nächste Folge mal gucken, weil da haben wir hier ein bisschen, wir sollten hier die Mist herfahren am besten, ne? Das müssen wir ja auch mal deaktivieren. Aber das können wir erst nächste Folge machen, dass wir hier den Mist herfahren und dann dort den Rester runter in die... Wenn das geht, kriegen wir den raus an der Mineraldünger, den Trester? Nee, glaube ich nicht. Weil wir könnten auch in Komposter den Mist verarbeiten, ja, oder? Komposter jedoch ist ja alles 60, ist ja egal, was wir hier haben. Geht der Mist genauso, ne? Oder? Gibt es hier keinen Mist? Hier geht kein Mist rein. Also muss der Mister in den Dünger. Das ist, da müssen wir gucken. Ja, müssen wir uns nächste Folge angucken. Wir schließen jetzt hier mal noch die Ballenmission ab. Das hat man ja gesagt. Die können wir abschließen. Zack. Und wir nehmen hier Feld 66 an. Und damit starten wir dann in der Dienstagsfolge. Würde ich sagen. Und dann müssen wir gucken, wie wir hier mit den Mist und den Trester, ob wir das umlagern. Gut, ich sage mal vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin und tschüss.